Schönen guten Abend zu unserem heutigen Webinarangebot. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute schon wieder zusammenfinden zu einem verkehrspolitischen Webinar in der Reihe unserer Webinarangebote, Online-Angebote der Grünen im Bayerischen Landtag. Mein Name ist Markus Büchler, bin der Sprecher für Mobilität der Grünen im Bayerischen Landtag und verantworte so die Fraktionswebinare zum Thema Mobilität. Hatten in diesem Jahr schon 3 erfolgreiche Webinare, heute das 4. und dann bis vor der Sommerpause noch 3 weitere, die ich am Ende vorstellen werde. Schön, dass Sie und ihr alle da seid. Ich habe mal so in die Teilnehmerliste ganz kurz reingeschaut, wer da so da ist. Verbände sind da und sehr viele Kommunalos. Das ist auch genau die Zielgruppe. Es freut mich sehr, denn mit dem Thema fahrradfreundlicher Arbeitgeber sprechen wir nicht nur Unternehmen an, sondern alle Arten von ArbeitgeberInnen. Und dazu zählen natürlich auch die Kommunalos, wo jetzt grüne und grün nahestehende KommunalpolitikerInnen unmittelbare Handlungsmöglichkeiten haben. Tatsächlich kann ich auch selber berichten, dass wir im Landkreis München, wo ich selber auch Kreisrat bin, schon einen Antrag gestellt haben für das Label, vor längerem schon für das Label fahrradfreundliche Arbeitgeberin zu werden als Kommune, also der Landkreis. Und das war eine spannende Debatte, erinnere ich mich da noch im Verkehrsausschuss. Da fanden das dann einige Kolleginnen von anderen Fraktionen auch eher belustigend und haben das nicht so ganz ernst genommen, bis wir ihnen das erklärt haben, worum es denn da geht. Wahrscheinlich das, was wir jetzt auch gleich hören werden. Und es hat dann aber doch eine Mehrheit gefunden und wir konnten das durchführen, was mich sehr freut. Dann glaube ich, habe ich die Einleitungsminuten ausreichend mit Vorgeplänkel überbrückt. Jetzt kommt auch niemand mehr herein im Moment. Dann können wir jetzt tatsächlich auch wirklich starten. Wir haben wie immer bei den Webinaren, obwohl es anders auf der Ankündigung stand, machen wir eine Stunde. Ich habe gerade schon gesagt, ich sitze gerade hier im Bayerischen Landtag und da ist immer alles so, wie man es immer schon gemacht hat und die Erneuerungspotenziale sehr gering. Insofern halten auch wir uns an unsere Stunde, die sich gut eingeführt hat. Das ist so ein schönes Feierabendformat, denke ich, was viele angenehm mitnehmen. Deswegen freuen wir uns auch immer über sehr hohe TeilnehmerInnenzahlen, was mich sehr freut. Fahrradfreundliche Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen ist das Thema des heutigen Abends und ich freue mich, zwei Referentinnen begrüßen zu dürfen, die, wo es bessere nicht gäbe, nämlich vom ADFC, vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, zum einen Landesgeschäftsführerin Petra Husemann-Röf und zum anderen Sarah Zudome. Sarah ist die erste Rednerin, wird anfangen, danach die Petra. Wenn Fragen auftauchen, bei euch könnt ihr vielleicht, bevor ihr loslegt, sie uns zu schreiben, vielleicht noch ganz kurz einen Moment ein bisschen warten. Vielleicht wird es ja eh auch erklärt. Aber wenn sich die Vorträge zum Ende neigen und ihr merkt, es wurde nicht erklärt, dann könnt ihr uns sehr gerne schon die Fragen stellen, auch schon während des Vortrags und zwar in der Frage-Toolbox, die seitlich sich in diesem Kasterle da befindet, das ihr seht oder das Sie sehen. Und da können Fragen hineingeschrieben werden. Der Fabian wird das im Blick behalten. Fabian Norden, mein Mitarbeiter aus meinem Büro, wird das im Blick behalten, wird das ein bisschen vielleicht auch sortieren oder strukturieren, dass wir nicht von Thema zu Thema springen und die Fragen dann einbringen. Wenn es viele Fragen sind, dann können wir vielleicht nicht alle machen. Da bitte ich schon mal um Verständnis. Genau, das war es eigentlich zum Ablauf. Und dann übergebe ich jetzt an Sarah. Wir sind gespannt auf den ersten Teil von eurem Input. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und ein bisschen berichten über das Programm und auch über konkrete Beispiele auch aus Bayern. Ich habe ein paar Folien mitgebracht und hoffe, dass das jetzt funktioniert. Aber jetzt sind wir. Bin ich mir nicht sicher, ob das geklappt hat. Ideal im Vollbild. Wunderbar. Wunderbar, sehr schön. Genau, den Titel kennt ihr alle schon. Und es geht um die Angebote, die wir machen. Es gibt eine ganze Reihe von Informationen, die wir über die Website, die hier aufgeschrieben ist,
kostenfrei zur Verfügung stellen. Wir haben ein sehr umfangreiches Handbuch, wo Maßnahmen beschrieben werden, wie man sich fahrradfreundlich aufstellen kann. Und wir haben eine sogenannte Selbstevaluierung über die Homepage, wo man also schon eintragen kann, was bereits vorhanden ist, was bereits umgesetzt wird, um zu gucken, wo es noch Potenzial gibt und auch um zu gucken, wenn man sich denn zertifizieren lassen möchte, ob da schon genügend Punkte dafür zusammenkämen. Die Zertifizierung, die wir machen, Zertifizierung als fahrradfreundlicher Arbeitgeber, die ist kostenpflichtig und gilt in der Regel für 3 Jahre, kann dann verlängert werden. Wir bieten rund um das Thema auch Beratung an, sowie Mobilitätsumfragen. Also wenn Sie selber noch gar nicht wissen, wie Ihre Beschäftigten unterwegs sind, wenn Sie da mehr darüber herausfinden wollen, dann können wir Sie dabei unterstützen. Wenn wir über fahrradfreundliche Arbeitgeber sprechen, dann kommen wahrscheinlich dem einen oder der anderen sofort ein paar Themen in den Sinn, wie zum Beispiel die Möglichkeit, sein Fahrrad sicher abzustellen, sich vielleicht umzuziehen oder sich zu duschen. Aber für uns gehört da ein ganz breiter, ja, Blumenstrauß oder Themenkreis an Maßnahmen dazu, die wir alle wichtig finden. Also es geht eben nicht nur um die Hardware, sondern es geht auch sehr viel um Information und Kommunikation, wie man die Menschen fürs Radfahren motiviert und begeistert und wie man das dann im Haus auch organisiert. Ich gehe auf die einzelnen Felder einmal ein und manches davon wird sicher auch in den Beispielen deutlich, die die Petra mitgebracht hat. Wir gucken auf das Thema Information und Kommunikation. Da gehören zum Beispiel Themen dazu, wie Kampagnen mitzumachen, wie zum Beispiel Stadtradeln, was ja in vielen Kommunen stattfindet, oder das gemeinsam mit der AOK angebotene mit dem Rad zur Arbeit und da eben die Leute zu motivieren, da mitzumachen, eigene Teams zu bilden und da einfach den Spaß am Radeln ein bisschen zu vermitteln. Wir empfehlen auch, wenn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazukommen oder wenn Menschen umziehen oder sonst wie ihre Mobilitätsverhalten vielleicht ändern, dass da genügend und die richtigen Informationen bereitstehen, um klarzumachen, dass das Fahrradfahren auch eine Option sein kann fürs Pendeln und auch wirklich konkret zu beraten, vielleicht mit Beschäftigten, die sowieso regelmäßig fahren oder auch Tools zur Verfügung zu stellen, Routenplaner zur Verfügung zu stellen, damit diejenigen, die ihre Umgebung bisher nur hinter dem Steuerrad kennen, auch wissen, wo man langfährt, wenn man eben nicht auf der Schnellstraße unterwegs ist. Im Aktionsfeld 2 haben wir das einzige Muss-Kriterium in unserer Zertifizierung, nämlich, dass im Betrieb, im Haus ein Ansprechpartner mindestens benannt wird für das Thema Fahrrad. Das kann man gestalten, wie man möchte. Es können auch mehrere Personen sein, so wie auf dem Bild hier rechts. Und das ist auch nicht an bestimmte Bereiche oder Funktionen gebunden, sondern manchmal sind es auch einfach Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die eine besondere Begeisterung für das Thema Fahrrad haben und sich dafür einsetzen. Wir wünschen uns auch, dass Ziele formuliert werden, also dass man sich überlegt, was möchte ich machen mit meiner betrieblichen Mobilität? Was habe ich vor in den nächsten Jahren? Möchte ich auch beim Fahrradfahren bestimmte Ziele erreichen? Möchte ich zum Beispiel einen bestimmten Anteil der Leute aufs Rad bringen? Oder will ich eine prozentuale Steigerung erreichen? Will ich bestimmte Standorte besonders fördern? Das sind alles Themen, wo wir uns wünschen, dass sich die Arbeitgeber Gedanken drüber machen und das dann auch formulieren. Ein weiterer Bereich, der da drin steckt, ist das Thema Fahrräder für Lieferungen. Also wo es möglich ist und wo es Sinn macht, auch zum Beispiel Lastenräder einzusetzen für den Posttransport zwischen Standorten,
für die Hausmeister, die werden von Punkt A nach Punkt B bringen oder was auch immer. Das ist nicht für alle möglich und nutzbar, aber für viele schon. Und in diesem Bereich ist auch das Thema Fahrrad, finanzielle Förderung fürs Fahrrad angesiedelt, entweder zum Beispiel durch das Thema Fahrradleasing oder aber, wenn das aus tariflichen Gründen nicht möglich ist, durch andere Maßnahmen wie zum Beispiel zinslose Darlehen oder Gesundheitsboni. Das ist für manche dann besser umsetzbar. Im Bereich Service gucken wir uns an, ob es Dienstfahrräder gibt, also ob zum Beispiel Dienstgänge während der Arbeitszeit auch mal mit dem Fahrrad gemacht werden können, selbst wenn man jetzt kein eigenes zur Verfügung hat. Ob es die Möglichkeit gibt, mal verschiedene Fahrradtypen zu testen, und auch ein ganz grundlegendes Basiswerkzeug zur Verfügung zu haben, wenn am Ende des Tages irgendwas quietscht oder klappert oder der Reifen aufgepumpt werden muss. Also es geht hier nicht um eine Fahrradwerkstatt, sondern es geht wirklich darum, das Rad so weit wieder flott zu kriegen, dass man damit nach Hause kommt. Das Aktionsfeld 4 ist das, was einem wahrscheinlich zuerst in den Sinn kommt. Da geht es um Abstellmöglichkeiten. Es geht um Duschen, Umkleiden, Spinde, die Möglichkeit, auch mal nasse Kleidung trocknen zu können. Und bei größeren Standorten oder bei abgeschlossenen Betriebsgeländen auch die Frage, ob man auf dem Gelände mit dem Fahrrad unterwegs sein darf und ob die Abstellanlagen auch alle gut, ebenerdig und barrierefrei erreichbar sind. In diesem Bereich gucken wir auf alles, was sonst noch gemacht wird im Bereich Mobilität. Also gibt es den klassischen Mitarbeiterparkplatz oder gibt es vielleicht auch noch was anderes? Gibt es ein Jobticket? Gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel Leihfahrradsysteme zu nutzen? Gibt es Zuschüsse, wenn man sich ein Fahrrad kaufen möchte? Und ähnliches mehr. Und auch das Thema, ob bisherige Pkw-Stellplätze umgewandelt werden können oder umgewandelt wurden in Grünflächen oder Fahrradpark. Und zu guter Letzt schauen wir uns an, was angeboten wird für Kundinnen und Besucherinnen, ob die die Möglichkeit haben, ihr Fahrrad abzustellen, ob die auch die Informationen dazu finden auf der Website oder sonst wo, wo sie ihr Rad lassen können. Und auch grundsätzlich, dass sie die Kundinnen, Besucherinnen motivieren und animieren, mit dem Rad zu kommen. Das ist so ein ganz grober Überblick über diese Aktionsfelder, mit denen wir uns beschäftigen. Also alle Maßnahmen und Beispiele finden Sie in unserem Handbuch über die Webseite. Und wie gesagt, die Pflicht ist tatsächlich nur die Benennung einer Ansprechperson. Und aus allen anderen Maßnahmen suchen Sie sich raus, was passt, was umsetzbar ist. Und da ist dann das Prinzip, je mehr Maßnahmen umgesetzt werden, desto besser ist das Ergebnis. Also wenn Sie gerade genug Maßnahmen haben, um die Kriterien zu erfüllen, gibt es Bronze und dann Silber oder Gold, wenn Sie sich wirklich sehr für Ihre Radfahrenden beschäftigen, engagieren. Ja, warum macht man das? Ja, nicht nur, weil man Fahrräder toll findet, sondern für viele Arbeitgeber ist es tatsächlich auch einfach eine ganz klare finanzielle Entscheidung. Also für alle, die wachsen oder die an einen neuen Standort gehen oder die Standorte zusammenlegen oder im Innenstadtbereich sind, ist jeder, der mit dem Rad kommt, ein Parkplatz weniger notwendig. Sie müssen keine Parkplätze bauen, Sie müssen keine Parkplätze mieten. Also wenn Sie wirklich schaffen, einen signifikanten Teil Ihrer Belegschaft aufs Fahrrad zu bringen, haben Sie eine massive Kosteneinsparung in dem Bereich. Insgesamt ist die Förderung von Fahrradmobilität ziemlich kostengünstig. Und inzwischen haben Sie auch ein viel höheres Potenzial als bisher, weil immer mehr Menschen mit dem Pedelec unterwegs sind. Und gerade durch das Fahrradleasing das Thema noch stärker befeuert wird, weil von den verleasten Rädern sind 2 Drittel Pedelecs.
Also das heißt, der Einzugsbereich für potenzielle Fahrradpendler wird größer. Und auch in Regionen, wo es vielleicht doch etwas bergiger ist oder die Leute sonst davor zurückschrecken würden, aufs Rad zu steigen, ist das eine echte Option inzwischen. Für alle, die sich mit betrieblichem Gesundheitsmanagement beschäftigen, ist das Thema Fahrradförderung ebenfalls ein wirklich wichtiger Baustein. Denn das ist kein zusätzliches Angebot, es ist keine Extramaßnahme, sondern wenn jemand wirklich dauerhaft oder mehrheitlich aufs Fahrrad umsteigt zum Pendeln, dann haben sie die Bewegung im Alltag integriert. Das ist kein extra Aufwand, sondern wird wirklich nachhaltig weitergelebt. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die belegen, dass Leute, die regelmäßig mit dem Fahrrad fahren, weniger Krankheitstage haben. Und im Augenblick natürlich auch ein niedrigeres Infektionsrisiko. Und zu guter Letzt für alle, die sich mit dem Thema Klima und Umwelt beschäftigen, die entweder in ihrer Kommune oder ihrem Unternehmen Nachhaltigkeitsziele haben und da auch Maßnahmen hinterlegen wollen, können sie mit Fahrradförderung natürlich auch gut punkten. Sie haben natürlich erstmal den Beitrag zur CO2-Reduktion, die sie beziffern können. Und sie haben auch ein geringeres Lärmaufkommen und sie haben weniger Flächenverbrauch, wenn sie wirklich Umstiege haben vom PKW auf Fahrrad. So, jetzt übergebe ich an meine Kollegin, die Petra, für konkrete Beispiele aus Bayern. Ja, auch von mir guten Abend allerseits. Und ich freue mich, dass wir auch die Arbeitgeber in Bayern vorstellen, die schon zertifiziert sind. Ein paar gute Beispiele aus dem Jahr 2021. Wir können tatsächlich aber sagen, dass wir auch ein kleines Jubiläum schon zu feiern haben, denn es besteht jetzt seit 5 Jahren das neue System fahrradfreundlicher Arbeitgeber, die EU-weit gültige Zertifizierung, auch mit der Abstufung in diesen drei Kategorien. Wie Sie gleich sehen, haben wir aber auch schon ein paar alte Hasen oder Häsinnen, wenn ich das so salopp ausdrücken darf. Also Betriebe, die schon sehr früh sich mit dem Thema beschäftigt haben. Ich habe jetzt einfach ein paar Highlights von dem jeweiligen Betrieb mitgebracht. Da haben wir letztes Jahr in Lohr ein Klinikum zertifiziert. Kliniken haben den großen Vorteil, dass sie bei der Infrastruktur, wenn es um Umkleiden und Duschen geht, meistens schon sehr gut ausgestattet sind und das leicht umsetzen können. So ein Highlight dieses Klinikums ist es, dass es als Einrichtung des Landkreises jedes Jahr, Entschuldigung, bei der Landradtour dabei ist, die der Landrat eben veranstaltet und da auch eine medizinische Versorgung gewährt. Aber es werden auch die üblichen Bausteine wie Fahrradchecks, auch eben Leasingräder und so weiter angeboten. So, eins weiter. Genau. Auch letztes Jahr ausgezeichnet wurde die Teambank in Nürnberg. Und unter uns sagen wir immer, die haben die schönste Dusche, zumindest von den ArbeitgeberInnen, die wir in Bayern bisher ausgezeichnet haben. Was die aber auch sehr schön gelöst haben, ist ein Anreiseplan. Wenn ich da auf die Webseite gehe, finde ich nicht die übliche Anreise nur mit dem PKW beschrieben und bestenfalls noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nein, das ist auch eingezeichnet, wie man es hier vielleicht leicht erkennen kann, an den gelben Linien, wo man gut mit dem Fahrrad anreisen kann, beziehungsweise die Bank erreichen kann. Und die Bank hat auch sehr ausgeklügelt Infos aufbereitet für fahrradfahrende Mitarbeitende. Wenn sie neu dazukommen zur Bank, kriegen sie da ein entsprechendes Paket und zahlreiche Informationen. Da ich glaube, wir haben einige kommunale Arbeitgeberinnen hier auch in der Runde ausgezeichnet. Letztes Jahr haben wir zum ersten Mal auch die Gemeinde Ismaning. Insgesamt haben wir 5 kommunale Arbeitgeber in Bayern ausgezeichnet, 2 Landratsämter, 3 Kommunen.
Und Ismaning macht es ganz deutlich täglich sichtbar mit dem Lastenfahrrad, was für alle Bürger auch kostenfrei zur Verfügung steht, aber auch hier von den Mitarbeitenden natürlich der Gemeinde gefahren wird. Einer unserer langjährigsten fahrradfreundlichen Arbeitgeber ist EBM Papst in Landshut. Die sind nach unserem alten System noch zertifiziert worden, 2014 zum allerersten Mal, und haben sich inzwischen der Rezertifizierung schon zweimal gestellt, nämlich 2017 und 2021, und haben inzwischen Silber erreicht. Ein Thema, was dort, wenn ich so sagen darf, durch die Decke gegangen ist, ist das Fahrradleasing. Der Anteil der Mitarbeitenden, die das nutzen, hat sich wirklich kontinuierlich von Jahr zu Jahr erhöht. Und inzwischen ist es auch so, dass die Firma an viele Kolleginnen bundesweit auch berät, wie die Maßnahmen umzusetzen sind im Unternehmen. Also das läuft dort richtig gut. Der nächste wäre das Landratsamt Augsburg, auch schon zum zweiten Mal zertifiziert. Und da setzt sich das Paket aus sehr vielen individuellen netten Dingen auch zusammen. Also wir haben natürlich alles auch, was dazugehört, haben aber so immer wieder kleine Aufmerksamkeiten für radelnde Mitarbeiter, die dann vom Nikolaus zum Beispiel verteilt werden. In der Kantine gibt es ein Menü mit Fahrradnudeln. Es gibt auch eine Fahrradbroschüre für neue Mitarbeitende und vieles, vieles mehr. Und dort hat man das Thema Abstellanlagen und Zugang zum Gelände auch sehr gut gelöst und über die Jahre eben auch aufgebaut. Hier ist zum Beispiel auf dem rechten Bild zu sehen, dass da ein Parkplatz weggefallen ist für PKWs, damit ohne Probleme die Radfahrenden auf das Parkgelände kommen können, um diese Schranke herum. Genau, und es gibt viele Aktivitäten übers Jahr hinweg und man konnte dort auch ganz deutlich und sehr schön sehen, wie über die Zeit einfach die Fahrradabstellanlagen immer besser wurden, sowohl die Bügel an sich als auch dann Überdachung, Beleuchtung. Im linken Bild sieht man, wie der Innenhof jetzt sehr gut auch genutzt ist zum Fahrradabstellen. Ein weiterer Arbeitgeber, der fast ja schon verpflichtet sein müsste, zertifiziert zu sein und dann auch Gold geschafft hat in der zweiten Runde, ist Ortlieb, einer der langjährigsten Hersteller oder bekanntesten für Fahrradtransporttaschen und vieles mehr inzwischen. Es freut uns sehr, die haben sich zum ersten Mal auch 2015 zertifizieren lassen und dann gab es ein paar Umstellungen, auch baulicher Art, und bei der zweiten Runde im letzten Jahr konnten sie dann schon Gold erreichen. Da ist so ein Merkmal auch, dass was vielleicht ganz wichtig ist, wenn man so eine Fahrradabstellanlagen hat, dass das personalisiert eben auch für die Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt ist. Also nur wer da, wenn man hochwertige Räder hat und viel mehr Pedelecs, wie wir eben gehört haben, ist es eben auch immer wichtiger, dass die sicher abgestellt sind. Und hier ist die Fahrradstation eben nur mit einem personalisierten Chip zum Beispiel zugänglich. Genau. Ein Arbeitgeber, den wir auch ausgezeichnet haben letztes Jahr, ist der Deutsche Wetterdienst. Da ist so als Highlight aufgefallen, dass jedes Jahr ein Winterfahrtechniktraining für die Mitarbeitenden stattfindet. Und die haben auch im Thema Information und Kommunikation, was doch auch ein sehr wichtiger Teil ist, um das ganze Thema zu verstetigen, die ADFC Winterakademie mit eingespielt in ihrem Intranet und dort verschiedene Vorträge einfach den Mitarbeitenden auch bekannt gemacht und die Möglichkeit gegeben, dort teilzunehmen, so dass das Thema auch immer wieder in den Köpfen bleibt und man Lust hat und sich erinnert, ja, das Fahrrad ist eine echte Alternative zu
anderen Verkehrsmitteln, um den Weg zur Arbeit zu machen. Morgen freue ich mich zum zweiten Mal, ein Zertifikat übergeben zu dürfen an die Stadt Erlangen. Erlangen ist ja schon sehr bekannt als Stadt für eine jahrzehntelange, also sehr frühzeitige Fahrradförderung insgesamt. Und da war es nur folgerichtig, dass natürlich auch die Stadtverwaltung sich mit dem Thema beschäftigt. Das haben sie auch sehr früh schon getan und einiges angestoßen, konnten dann nach einer kleinen Pause 2019 das erste Mal zertifiziert werden und sind jetzt eben so weit, dass sie in Gold zertifiziert werden. Da passt wirklich alles und hervorzuheben ist die breite Nutzung von Lastenrädern, die sowohl für die BürgerInnen in einer Flotte, ich glaube, von 8 Lastenrädern zur Verfügung stehen und tatsächlich aber auch zwischen den vielen Dienststellen wird einiges an Material per Lastenrad transportiert und sehr schön auch sichtbar gemacht, wie in den Farben eben der Stadt sind, die gebrandet, die Fahrräder, so dass jeder auch irgendwo das immer mitbekommt, dass das ein wichtiges Verkehrsmittel ist. Und unser Highlight ganz zum Schluss, wir werden am 7. April die erste Hochschule in Bayern auszeichnen. Und Sarah, ich glaube, wir dürfen es heute auch schon verraten. Die haben auf Anhieb Silber geschafft. Da hat es eine sehr breite Beteiligung auch von Studenten und Studentinnen gegeben, um die Maßnahmen auszuarbeiten. Und man sieht hier zum Beispiel eine Fahrradkarte, wo der ganze Campus zu sehen ist mit verschiedenen Stationen, wo dann eben auch aufgelistet ist, wo habe ich eine Ladestation, wo ist eine Reparaturstation und so weiter. Und es ist ein richtig tolles Programm. Und was uns besonders auch daran gefällt, ist, dass sie es optisch so schön erkennbar gemacht haben, nicht nur über ein gebrandetes eigenes Lastenrad, sondern alle Informationsmaterialien, die damit zusammenhängen, tragen eben dieses sehr einleuchtende eigene Design. Und ja, wir sind gespannt und hoffen, dass da noch einige Hochschulen auch inzwischen dann sich des Themas annehmen werden. Schauen wir mal. Aber wir freuen uns, wie gesagt, die erste Hochschule jetzt in Bayern zu zertifizieren. Damit wäre ich eigentlich auch am Ende so mit unseren aktuellsten Beispielen, möchte aber unsere beiden Auditorinnen in Bayern noch vorstellen. Ich weiß nicht, ob Sie beide, ich sehe leider nicht die Teilnehmernamen und Teilnehmerinnennamen. Wir haben die Jen Corey, die Südbayern auditiert sozusagen und die Katrin Caillot, die für Nordbayern zuständig ist. Wenn beide da sind, dann herzlich willkommen. Und die stehen im Zweifelsfall auch für die eine oder andere Frage dann noch zur Verfügung. Weil die sind natürlich vor Ort bei den ArbeitgeberInnen. Genau. Und meine Kollegin aus Berlin, Sarah Zudome, leitet das Projekt eben bundesweit. Wir haben sie eben kennengelernt. Genau. Danke. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Großer Applaus. Man hört ihn leider nicht aus dem Auditorium auf der Plattform. Vielen Dank, liebe Sarah. Vielen Dank, liebe Petra, für eure beiden spannenden, informativen und kompakten Inputs. Auch sehr anschaulich mit Bildern und konkreten Praxisbeispielen. Fand ich ganz, ganz toll. Jetzt auch die Aufforderung tatsächlich an unser Auditorium. Stellt eure Fragen, schreibt sie in das Fragen. Tool. Anscheinend war ich jetzt so abschreckend am Anfang, dass sich keiner mehr getraut hat. Könnt jetzt loslegen. Ich habe das nur deswegen am Anfang gesagt, weil bei den letzten beiden Webinaren sind so viele Fragen gestellt worden, die dann aber gerade auch gleich wieder beantwortet wurden, sowieso im laufenden Vortrag, sodass dann ein bisschen unübersichtlich geworden ist. Jetzt haben wir das Gegenteil, nämlich, ah ja, jetzt kommen so die ersten Fragen rein. Hat sich keiner mehr getraut. Also ihr dürft jetzt gerne. Ja, die beiden, Katrin und Jen, sind dabei. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich glaube, dass die Technik es nicht zulässt, diese Plattform, die wir hier für die ganze Fraktion nutzen, sie zuzuschalten mit Bild. Ich glaube, das, oder geht das schon, Fabian? Doch, man könnte versuchen, sie zu
Co-Referierenden zu ernennen. Du kannst es ja mal machen, dann können die beiden selber entscheiden, ob sie ihre Kamera anmachen möchten oder nicht oder ob sie dann die ein oder andere Beantwortung oder Ergänzung einbringen möchten oder nicht. Seid herzlich eingeladen, müsst aber natürlich nicht, war es auch nicht, zumindest von unserer Seite aus nicht verabredet. Da ist schon mal die Jen, hallo. Herzlich willkommen. Genau. Ich habe eine erste Frage, die sich mir selber aufgedrängt hat. Und zwar, als ich eben den Vorschlag, den Landkreis München zu zertifizieren, in den Kreistag eingebracht habe, erinnere ich mich an ungläubiges Staunen, was denn das ist. Hallo Katrin, herzlich willkommen in der Runde. Ein ungläubiges Staunen, was denn das sein soll. Und es war weithin unbekannt. Das ließ sich ja beheben. Wir haben das dann alles vorgestellt und konnten das alles aufklären, kein Problem. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, inwieweit macht ihr denn Werbung? Sowohl bei Unternehmen, aber eben auch bei den für uns KommunalpolitikerInnen oder PolitikerInnen interessanten Kommunen. Und gerade die Kommunen könnten ja vielleicht auch so eine Schlüsselstelle sein, wenn da die eine oder die andere Bürgermeisterin, Bürgermeister anspringt und das Potenzial, das in dem Label steckt, erkennt, wäre die Person ja die ideale Kraft eigentlich, die dann auf die ortsansässigen Unternehmen zugehen kann, weil sie die natürlich ihre GewerbesteuerzahlerInnen kennt. Und so BürgermeisterInnen, LandrätInnen, die sonnen sich ja schon auch gern dann mal mit für ein Pressefoto, wenn irgendwie ein Label übergeben wird. Da ist man immer gern dabei. Das sind vielleicht so KommunikatorInnen, die man da gewinnen könnte. Inwiefern macht ihr denn da Werbung als Verband? Also da kann ich was zu sagen. Wir sind ja als ADFC auch Mitglied in der Bewertungskommission für die fahrradfreundlichen Kommunen. Und ich glaube, da haben wir bayernweit bald 100 fahrradfreundliche Kommunen. Und da stellen wir an und für sich das Programm auch immer mit vor, bewerben es und hoffen da auch noch viele Kommunen, die ja für ihre BürgerInnen dann sehr viel tun, damit das Radfahren vor Ort besser wird, dass die sich natürlich selber auch mit dem Thema nochmal intern beschäftigen und auch für ihre Mitarbeitenden da was anbieten. Genau. Also ich kann das vielleicht noch ergänzen. Wir haben auch bestimmte Gruppen von kommunalen Unternehmen, für die das besonders interessant zu sein scheint. Also das sind einmal die Versorger und Entsorger, weil die das oft unter dem Gesundheitsthema verorten. Und die haben in der Regel auch schon sehr viel von den technischen Gegebenheiten. Also sie haben Werkstätten, die haben Umkleiden, die haben Duschen und so weiter. Und möchten halt ihren Mitarbeiterstamm fit und gesund halten. Also die sind da meistens sehr interessiert. Und da haben wir auch über den Verband kommunaler Unternehmer die ersten Kontakte schon mal gehabt. Also wenn es da irgendwie eine Bayern-spezifische Abteilung gäbe, wäre das sicherlich auch ein guter Adressat. Und eine zweite interessante Klientel, die uns bundesweit auch überall wieder begegnet, sind die gemeinnützigen Wohnbauunternehmen, weil die das sowohl für ihre Beschäftigten als auch für die Bewohnerinnen und Bewohner gerne nutzen, um diese Quartiere aufzuwerten und die auch zukunftsfähig zu machen. Vielen Dank für die Infos. Dann übergebe ich mal an den Fabian für die weitere Moderation der Fragen. Ja, ich würde tatsächlich auch hier noch ein bisschen virtuellen Applaus weitergeben wollen, der immer auf den Mobilgeräten erscheint. Vielen Dank für den Input soweit. Und meine erste hier gesammelte Frage wäre die, inwiefern die angekündigten Maßnahmen zur Fahrradfreundlichkeit von der Arbeitgeberinnenseite auch als quasi Lockkriterium für neue Mitarbeitenden schon eine Rolle spielt. Also inwiefern es bei Ausschreibungen schon ein Thema ist, nicht nur für den Bestand. Und ansonsten war noch so ein bisschen der Wunsch, ab welchen Kriterien, wie hoch die Einstiegshürde denn ist, also ob allein schon die Zuständigkeit und man sich ums Thema kümmern schon für eine Bronzezertifizierung reicht, beziehungsweise wie so ein bisschen die Preisgestaltung ist. Die Frage kam häufiger der Zertifizierung. Und dann wollte ich noch was ergänzen, was ich gleich in den Chat poste. Es gibt da auch einen sehr schönen Selbsttest auf der Website, mit dem man, glaube ich, mal einsteigen kann. Gut, bitte.
Sarah, oder? Ja, also die Preise, wen das interessiert, die sind auf unserer Webseite zu finden. Die staffeln sich nach der Anzahl der Beschäftigten. Und wenn sie darüber liegen oder wenn es ganz viele Standorte gibt, dann machen wir ein gesondertes Angebot. Aber da kommen sie einfach auf uns zu und wir sprechen da miteinander. Und zum Thema Attraktivität als Arbeitgeber, ja, das ist für einige durchaus ein Kriterium, auch im öffentlichen Dienst, weil es ja auch nicht so einfach ist, da qualifizierte Beschäftigte zu finden, weil die finanziellen Spielräume sind begrenzt. Also da geht es dann darum, welche anderen Rahmenbedingungen kann ich bieten und wie kann ich den Leuten, den das Arbeitsleben, den Beruf, das Pendeln und das Drumherum passend machen. Noch was, Petra, hast du noch Ja, was zu wir ergänzen? erleben es auch gerade bei Wirtschaftsunternehmen, also auch große ArbeitgeberInnen, dass da tatsächlich das immer wichtiger wird und ein sehr gern gesehener Baustein einfach, um gerade auch für junge und jüngere Fachkräfte attraktiv zu sein. Vielleicht auch, wenn man jetzt nicht in einer Metropolregion sitzt, wie wir hier in München, sondern etwas abgelegen, dann kann das wirklich ein Baustein sein, der dazu beiträgt, dass man als Arbeitgeber als attraktiver als andere wahrgenommen wird. Es gibt auch einige Branchen, die wirklich ausgeprägte Klimaziele haben. Die Versicherungen unter anderem. Also die haben aus reinem Eigennutz inzwischen diverse Szenarien implementiert und empfehlen auch über ihren Gesamtverband bis zu, ich weiß die Jahreszahl nicht mehr, aber wirklich klimaneutral zu werden, allen ihren Mitgliedsunternehmen. Und das sehen wir wirklich bei ganz vielen, auch bei vielen großen Arbeitgebern, dass die eigene Klimaziele haben und dann da eben auch Maßnahmen formulieren müssen, um da auch tatsächlich was vorzuweisen. Vielen Dank. Dann nochmal übergehend zum Prozess, der ja einerseits von außen jetzt betreut, beurteilt und zertifiziert wird, auf der anderen Seite teilweise ja auch interne Diskussionen verursacht. Das Beispiel der genannten kostenpflichtigen bestehenden Parkplätze, also Kfz-Plätze, beziehungsweise umgekehrt die anderen Maßnahmen, ja, die ja auch durchaus im Betrieb Geld kosten, auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass sich das lohnt. Wie ist denn da so die Verhandlungsposition mit den anderen Pendlerinnen, Pendlern oder dem Betriebsrat? Oder gibt es da noch Erfahrungswerte oder Hürden oder Themen oder Vorteile, die sich ergeben? Mal nur die Frage, die eine. Vielleicht noch mal die Frage neu formulieren, weil ist mir nicht ganz klar, was die Frage ist. Ja, inwiefern der Betriebsrat oder ein möglicher Betriebsrat in einem Unternehmen oder auch Pendlerinnen und Pendler, die jetzt bislang mit dem Auto gekommen sind und jetzt sich plötzlich vor Kosten gestellt sehen, wie man die mit ins Boot holen kann oder inwiefern ja die innerbetriebliche Struktur auch ein Diskussionsthema ist bei der Einführung der Ja, entsprechenden Maßnahmen. okay. Also der Betriebsrat oder der Personalrat ist ein ganz wichtiger Partner in diesen Diskussionen, weil sie haben eine ganze Reihe von Themen, die sie da besprechen müssen oder wollen, vor allem wenn sie sich eigene Ziele setzen. Also wenn sie eine Strategie formulieren wollen, wie sie in Zukunft unterwegs sein wollen, dann geht es auch darum, zum Beispiel eine Umfrage zu machen, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bisher zum Arbeitsplatz kommen und wie sie vielleicht in Zukunft zum Arbeitsplatz kommen würden. Das ist eine sensible Kommunikation und da muss der Betriebsrat oder der Personalrat immer mit eingebunden sein und muss das mit unterstützen. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, wo gerade der Schwerpunkt liegt bei dem Arbeitgeber, ob das vor allem unter dem Thema Gesundheitsmanagement betrachtet wird oder ob es hier um
andere Kostenstrukturen gehen soll. Da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Möglichkeiten und Themen, das so aufzubereiten, dass sich die Beschäftigten da auch wiederfinden. Also im Moment haben sie in vielen Firmen oder bei manchen Arbeitgebern vielleicht einen Parkplatz. Bestimmte Kreise haben Anspruch auf einen Dienstwagen und bei manchen, aber nicht bei anderen, gibt es ein Jobticket. Das bildet aber nicht unbedingt den Bedarf der Leute ab, sondern da muss man dann wirklich gut drüber nachdenken und auch gucken, welche flexiblen Möglichkeiten es gibt. Man nennt das zum Beispiel Mobilitätsbudget bei manchen Anbietern oder bei manchen Firmen, sodass sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich das rauspicken können, was für sie in ihrer persönlichen Situation am besten passt an Mobilitätsangeboten. Und ja, das ist natürlich ein Prozess und das muss diskutiert werden und möglichst unter Einbeziehung aller Gruppen und Vertretungen, um da wirklich ein Angebot zusammenzustellen, das für alle dann auch sinnvoll ist und nützlich. Es bietet aber eben auch die Chance, alle Mitarbeitenden irgendwie dabei zu berücksichtigen und was ein Angebot zu schaffen, ein attraktives Mobilitätsangebot. Und so auf der individuellen Ebene ist es auch sicherlich immer gut, wenn man zum Beispiel auch Möglichkeiten aufzeigt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe in meinem Betrieb mehrere Mitarbeitende, die kommen mit dem Fahrrad, dann kann es ja auch eine Möglichkeit sein, dass die als so eine Art Fahrradbotschafter auftreten und zum Beispiel für andere Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stehen, die Fragen haben, zum Beispiel, welche Wege nutzt du, wie machst du das im Winter, ist ein ganz häufiges Problem. Also ich fahre zum Beispiel selbst viel mit dem Fahrrad zu jeder Jahreszeit und viele Leute fragen mich, wie das denn geht, ganzjährig. Also das ist auch so ein Bedenken, wo man sozusagen den Leuten entgegenkommen kann, indem man ihnen Tipps gibt, wie kann ich das so gestalten, dass ich mir nicht die Finger abfrieren, wenn ich ankomme. Und genau, also so, dass man eben auch versucht zu zeigen, wie kann es gehen, wenn jemand umsteigen möchte beispielsweise. Ja, vielen Dank. Da haben wir jetzt viele positive Beispiele gehört, wie man da überzeugen kann, von Klima bis Gesundheit bis praktische und monetäre Gründe, den Arbeitsplatz attraktiv zu gestalten. Tatsächlich waren jetzt neben den genannten Fragen auch so einige Diskussionspunkte über das Fragenfeld als Chatersatz gekommen, zum Beispiel der Stadt Erlangen, wo man schon auch gemerkt hat, dass das zivilgesellschaftliche Engagement über den Ratentscheid da, glaube ich, auch viel Bewegung reingebracht hatte, über die öffentlichen oder kommunalen Verleihangebote dann auch hinaus. Ansonsten glaube ich, habe ich jetzt aktuell hier keine Frage mehr. Würde jetzt an der Stelle nochmal Markus Büchler das Wort geben. Vielleicht Ich habe noch eine Frage, genau. Ja, genau, ich habe noch eine. Und zwar, ich war mal zu einer Fortbildung im Bundesland Vorarlberg, also in Österreich, und die haben uns dort ihr Konzept des betrieblichen Mobilitäts, der betrieblichen Mobilitätsberatung vorgestellt, die dort das Bundesland macht. Also das muss man dazu sagen, das Bundesland Vorarlberg ist ungefähr so groß wie der Landkreis München. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit Bayern, ja, aber es ist vielleicht gut vergleichbar mit einer mittelgroßen Stadt oder mit einem eben größeren Landkreis. Und dieses Bundesland dort hat eine Beratungsstelle für Unternehmen, die ein Stück vom Auto wegkommen wollen, von dem vielen Pendelverkehr. Was ich sehr schön finde, dass sich da das Bundesland aktiv drum kümmert und berät Unternehmen, welche Bausteine sie wählen können, welche Möglichkeiten sie haben, um Mitarbeitende zu motivieren, doch anders zur Arbeit zu kommen. Also wenigstens einmal zu mehreren im Auto, in der Fahrgemeinschaft oder halt mit den Öffis oder zu Fuß oder mit dem Radl, je nachdem. Und ich denke mir, wenn es jetzt, ich weiß nicht, ob es vom österreichischen Fahrradclub eine entsprechende Zertifizierung gibt, dann wäre, jedenfalls wenn es es gäbe, wäre das eine ideale Komponente in diesem Beratungsprozess. Deswegen würde mich von euch interessieren, wisst ihr von irgendwelchen Städten oder so, die ein betriebliches Mobilitätsmanagement machen und seid ihr da eingebunden? Der Freistaat Bayern macht meines Wissens nichts, aber der Freistaat Bayern macht in vielen Bereichen nichts. Das ist sehr oft sehr öde.
Deswegen werkeln wir ja hier im Haus, im Landtag. Aber weil wenn es nämlich da Städte machen, und ich habe es an eurem Nicken schon gesehen, wäre das vielleicht noch interessanter, was darüber zu hören, weil wir ja einige Kommunalos haben, könnten die das wiederum ja vielleicht in anderen Kommunen anregen, dass dort auch betriebliches Mobilitätsmanagement gemacht wird. Ja, es gibt das älteste Beispiel bei der Stadt Essen in Nordrhein-Westfalen. Die waren 2017 grüne Hauptstadt Europas und haben sich die Frage gestellt, Essen und Grün nicht wirklich, was tun wir jetzt? Und haben sich dann überlegt, dass sie Fahrradförderung betreiben und zwar fahrradfreundliche Arbeitgeber rekrutieren wollen und haben das mit so einem zweigeteilten Ansatz verfolgt. Einmal geben sie ein bisschen Geld als Zuschuss für die Zertifizierung für alle, die es interessiert. Und sie veranstalten zweimal im Jahr einen Workshop, wo interessierte Arbeitgeber zusammenkommen, sich informieren, wie man fahrradfreundlich werden kann. Also das ist sowohl für die, die sich zertifizieren lassen möchten, als auch für alle anderen, die einfach nur bestimmte Maßnahmen vielleicht umsetzen möchten. Und aus diesen Workshops und aus dieser Förderung sind inzwischen 20 zertifizierte fahrradfreundliche Arbeitgeber in Essen geworden, die sich auch in einem eigenen Arbeitskreis jetzt zusammengeschlossen haben und da im letzten November auch einen Preis für gewonnen haben für dieses Modell. Weiterhin gibt es Förderungen im Bundesland Baden-Württemberg. Da gibt es das Programm B2MM, betriebliches Mobilitätsmanagement für Arbeitgeber. Das richtet sich da sowohl an freie Wirtschaft als auch öffentliche Hand. Und da wird auch die Zertifizierung mitgefördert, aber das ist übergreifend. Das verlangt als Voraussetzung für eine Förderung, dass man sich ein Mobilitätskonzept erarbeitet und auch noch weitere Maßnahmen umsetzt. Und in Baden-Württemberg gibt es außerdem die Initiative Radkultur, die ebenfalls Angebote an Unternehmen macht und da zum Beispiel Pools an Fahrrädern anbietet, die man sich ins Haus holen kann, um mal seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Pedelec oder ein Lastenrad oder ein Kompaktrad zur Verfügung zu stellen, damit die eben nicht nur beim Händler mal ein halbes Stündchen damit auf dem Hof rumfahren, sondern das wirklich für ihren Alltag mal testen können über mehrere Tage, Wochen. Und die bieten auch noch zusätzliche andere Module an, die man eben über diesen Bereich abfragen kann. Und im Bundesland Hessen gibt es ein Programm, das nennt sich Bike in Business. Das existiert auch schon über 10 Jahre, glaube ich. Also das richtet sich auch ausdrücklich an Arbeitgeber und berät die und unterstützt die bei auf ihrem Weg zur nachhaltigen Mobilität. Da werden auch Zertifizierungen gefördert, da werden auch Workshops angeboten und da werden auch diese Testflotten zur Verfügung gestellt. Also diese Testflotten gibt es übrigens schon länger in Hessen als Angebot für Kommunen, für Bürger. Das heißt Radfahren neu entdecken. Das machen die schon seit einer ganzen Weile und das ist sehr, sehr beliebt und immer sofort ausgebucht. Und das machen sie eben seit letztem Jahr auch für Arbeitgeber. Könnte noch ein schönes älteres Beispiel ergänzen. Auch Baden-Württemberg, muss ich sagen, gab es mal ein Azubi-Projekt, um Auszubildende aufs Fahrrad zu bringen. Und zwar ging es da auch darum, eine Pedelec-Flotte testen zu können. Und gerade Auszubildende sind ja oft so an der Schwelle, dass sie dann eigentlich ihren ersten Führerschein machen würden. Das war ein Projekt, was, glaube ich, auch gerade im ländlichen Bereich damals lief und wo man dann einfach aufzeigen wollte, es gibt auch andere Möglichkeiten als auch im ländlichen Bereich, als mit dem eigenen Auto zur Arbeit zu fahren. Das war nur ein Pilotprojekt. Ich wüsste jetzt nicht, dass es weitergeführt worden ist, aber ich fand das auch eine sehr gute Idee, einfach um in dieser jungen Zielgruppe da einfach für Veränderungen zu sorgen.
Super, sehr schön. Ja, vielen Dank für die vielen Beispiele. Da kann man sich, denke ich, in etlichen Kommunen was abschauen. Und apropos abschauen, ich habe gerade in den Chat an alle gesendet, drei Links, wie wir das im Landkreis München gemacht haben. Auch so als Anregung an die Kommunalis. Gerne die Grünen, wenn andere da sind, gerne auch die anderen. Hauptsache, es geht vorwärts. Aber so kann man das machen. Man kann einen Antrag stellen, man kann sich und die eigene Kommune damit feiern und sowohl bei der Antragstellung als auch begleitend im Entscheidungsprozess und dann natürlich, wenn die Zertifizierung da ist, gibt jedes Mal schöne Artikel. Und dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin, Landrat, Landrätin ist damit auch nichts genommen. Herr Fabian, habe ich das da richtig reingemacht, sodass das alle sehen können? Gut, okay. Fein. Dann sind wir auch schon kurz vor der Stunde. Gibt es denn noch Ergänzungen? Jetzt wäre noch eine Gelegenheit, Fragen zu stellen. Der Fabian zuckt, auch Katrin oder Jen, wenn ihr noch was ergänzen möchtet, immer gerne. Fabian, erstmal, hast du noch was? Ja, eine ganz konkrete Frage zum Zertifizierungsprozess. Wie lange da erfahrungsgemäß so der Verlauf dauert, von der ersten Idee bis zu den diversen Stufen? Das hängt sehr davon ab. Also wenn Sie jemand haben, mittelständischer Betrieb, wo der Gründer selber die Geschäfte führt und sagt, er findet das toll, dann können Sie das innerhalb von wenigen Wochen machen. Wenn es irgendwie erst einen Ratsbeschluss braucht und die üblichen Wege gehen muss, dann dauert es natürlich länger. Also wir haben, ja, also von mehreren Wochen bis mehrere Jahre ist alles dabei. Also es ist ja, natürlich, wie überall, je mehr Menschen mit involviert werden müssen, je mehr Leute zustimmen müssen, wenn es da irgendwie noch Abstimmungen geben muss, dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Das ist auch immer ein bisschen die Frage, wenn wirklich Hardware angeschafft werden muss, also sprich neue Abstellbügel gebaut, montiert werden müssen, eventuell eine Dusche gebaut oder Umkleiden eingerichtet. Das sind natürlich Dinge, die ein bisschen länger dauern. Aber da gehen ja viele, haben da ja schon eine gute Ausgangslage und gute Voraussetzungen. Gut, sehr schön. Da wollte ich auch hinzufügen zu der Frage mit den Kosten. Im Handbuch sind alle 60 Maßnahmen auch nach einem Schlüssel beurteilt, ob sie eher weniger oder eher mehr kosten. Und man kann das Handbuch ja kostenlos herunterladen und schauen, habe ich vielleicht alle kostenlose Maßnahmen schon erfüllt? Dann selbst Evaluierung machen. Oh, vielleicht schaffen wir es allein mit kostenlosen Maßnahmen, eine Zertifizierung zu machen. Ja, sehr gute Ergänzung. Vielen Dank. Und das, auch den Link zum Handbuch, den findet man ja in der Präsentation, war ja zu sehen. Und die Präsentationen bekommt ihr alle im Nachgang. Die werden in Kürze dann, also jetzt nicht heute Abend, aber in den nächsten Tagen dann vom Fabian über unser System an alle Angemeldeten verschickt. Genauso wie der Link zu der Aufzeichnung von dem Webinar. Gut, dann, wenn niemand schreit, würde ich zum Ende einläuten, habe aber noch eine Information für alle, nämlich hier unter diesem Link kann man die weiteren anstehenden Webinare finden, nicht nur die von meinem Büro, sondern die von der gesamten grünen Fraktion. Da sind aber ein großer Teil ist von uns zu verkehrspolitischen Themen und gerade das nächste Webinar könnte für die Fahrrad-Community ziemlich interessant sein. Wir haben nämlich nächsten Mittwoch, oder ist es Dienstag, 5.4. nächster Dienstag ist es, haben wir die Professorin Henrike Rau von der Ludwig-Maximilians-Universität in München zu Gast. Und die hat einen Handlungsleitfaden für mehr Radverkehr erstellt als universitäres Projekt. Heißt Rad aktiv und zeigt auf, wie man mit einfachen Mitteln mehr Radverkehr generieren kann. Und das ist also gerade auch für Kommunen, die unter Finanzknappheit leiden und möglicherweise ein Fundus an Möglichkeiten, was man konkret für den Radverkehr tun kann, ohne dass es Millionen an Euro kostet. Also das ist der 5.4. um 18 Uhr zur selben Zeit wieder Professorin Henrike Rau
Dann sind die Osterferien, da machen wir nichts. Und nach den Osterferien haben wir nur noch 2 Webinare und dann gehen wir in die Sommerpause. Das heißt nicht, dass der Landtag hier dann schon ab Mai nichts mehr macht, sondern wir machen nur keine Webinare mehr. Zumindest mein Büro und ich machen keine Webinare mehr, weil wir glauben, Juni, Juli ist nicht so die Zeit, wo man sich dann abends vor den Computer noch setzen will. Da will man lieber in den Biergarten oder eben Radl fahren oder wie auch immer. Deswegen machen wir das immer eher so im langen Winterhalbjahr. Und wir haben also noch nach den Osterferien 2 Webinare zum Thema ÖPNV. Und zwar am 28.04. über innovatives und einfaches Ticketing, einfache Fahrkarten in ganz Bayern mit einer Vertreterin Helena Köfler von der Firma Fertig, zusammen mit einer Vertreterin der Stadt Würzburg, nämlich Cornelia Hock. Die beiden werden vorstellen, wie man einfache Handy-Tickets erzeugen kann, sodass man nicht so komplizierte Tarifsysteme hat und sich erstmal durch den Fahrkartenautomaten kämpfen muss. Sehr interessantes Thema. Und am 10. Mai nochmal der ÖPNV, da zeigt uns Sinaida Cordes von den Stadtwerken München, wohin die Reise mit der Digitalisierung für den öffentlichen Verkehr gibt, weil damit nämlich sehr, sehr große Chancen und Potenziale verbunden sind, die im Übrigen auch gerade mit der Verschneidung der verschiedenen Verkehrsträger des Umweltverbundes, Fußrad und ÖPNV und auch Sharing-Systeme ganz neue Potenziale erschließen lassen. Da ist also auch das Fahrrad ein wichtiger Bestandteil in der, bei den Möglichkeiten der Digitalisierung. All das werden wir da eben am 10. Mai von Sinaida Cordes von den Stadtwerken München hören. Würde mich sehr freuen, wenn ihr alle oder einige von euch bei dem einen oder bei dem anderen Webinar wieder dabei sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit ans Auditorium und für die Fragen und Debattenbeiträge. Danke an Fabian und mein Team fürs Organisieren und ganz besonderen Dank selbstverständlich unseren Referierenden vom ADFC, an Jen, an Katrin, an Sarah und an Petra für die Initiative. Die Anregung kam ja auch von euch zu diesem Webinar, die wir sehr, sehr gern aufgegriffen haben. Und für eure tollen Beiträge, Präsentationen, dass wir aufzeichnen durften, dass wir es versenden dürfen und veröffentlichen dürfen. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr gute Anregung, denke ich, für viele von uns. Dann hoffen wir, dass jetzt das Ergebnis ist, ganz viele weitere Anträge und Zertifizierungen für fahrradfreundliche Arbeitgeber. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss.